viele wichtige und interessante Fragen rund ums Themengebiet Krypto und Co., im besonderen Bezug natürlich auf die aktuelle Situation. Noch dazu einige persönliche und private Fragen, die ihr mir hier gestellt habt. Viel Spaß mit dem heutigen Q&A. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video gehen wir nicht nur auf einige persönliche Fragen ein, nein, wir schauen zu Beginn des Videos auch mal die aktuelle Marktsituation an, beziehungsweise reden so ein bisschen darüber, was aktuell hier gerade im Markt passiert. Dazu habe ich einige Fragen von euch zusammengesammelt, die ihr mir hier über Instagram gestellt habt. Gerne kannst du mir natürlich auch auf Instagram kostenfrei folgen, um mir fürs nächste Q&A auch deine Frage zu stellen. Wie all diese Q&As habe ich auch das heutige so ein bisschen aufgeteilt, dass wir erst auf die aktuelle Marktsituation eingehen und später dann zu den Kursanalysen oder beziehungsweise Vorhersagen eingehen und dann im späteren Verlauf nochmal auf einige persönliche Fragen. Nutze ganz einfach die Zeitschnäppel, um dich im Video zurechtzufinden, und ansonsten würde ich sagen, reden wir gar nicht länger um den heißen Brei, sondern springen direkt auf die erste Frage. Komm morgen wieder ein cooles Video über dein Portfolio, und an dieser Stelle möchte ich einmal ganz kurz sagen, dass ich diese Frage jetzt mit reingenommen habe, weil heute eigentlich der 5. des Monats ist und am 5. des Monats kommt ja eigentlich immer ein Portfolio-Update. Da heute aber auch Samstag ist, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen gewesen, welches Video ich heute hochladen werde. Es ist offensichtlich ein Q&A geworden, da ich auch über die aktuelle Situation etwas genauer sprechen wollte. Das Portfolio-Update kommt trotzdem noch die nächsten Tage, auch wenn ich da wahrscheinlich einige Änderungen ankündigen werde. Kommen wird es allerdings, ich habe mir die aktuellen Zahlen, Daten und Fakten vom heutigen Datum definitiv schon mal gesichert. Und somit kommen wir zur ersten Frage, die sich tatsächlich jetzt mit der aktuellen Kryptosituation beschäftigt, ob die geplanten Zinserhöhungen tatsächlich einen Bärenmarkt verursachen können. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr schwierige Frage, denn an sich definitiv. Natürlich kann so eine Zinserhöhung dafür sorgen, wie wir es auch aktuell schon seit mehreren Monaten sehen, dass hier die Gelder aus solchen hochrisikoreichen Assets, wie beispielsweise dem Bitcoin oder auch anderen Vermögenswerten, fließen. Auf der anderen Seite hat man aber auch momentan die Situation, dass beispielsweise sehr, sehr viele Konflikte auf der Welt entstehen, womit es dann auch auf der anderen Seite wieder interessant wäre, in solche Assets wie Gold oder halt eben auch den Bitcoin zu investieren, um hier sein Geld abzusichern. Also es ist momentan extrem schwierig, hier fest was zu identifizieren. Ich bin ja persönlich auch nicht der Meinung, dass wir jetzt übertriebene Zinserhöhungen sehen werden. Dadurch würde die US-amerikanische Notenbank den Markt einfach zu sehr unter Druck setzen. Ja, es könnte einen Bärenmarkt verursachen. Ich denke allerdings, dass schon sehr, sehr viel aktuell im Kurs mit eingepreist ist. Trotzdem könnte das natürlich dafür sorgen, dass wir eben nicht eine so geile Kursentwicklung sehen werden, wie wir es vielleicht antizipieren. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Es hat nun mal eben einen maßgeblichen Einfluss auf die gesamte Weltwirtschaft. Es hat hier allerdings auch nichts nur mit Krypto zu tun, sondern auch für den Aktienmarkt. So gehe ich persönlich davon aus, dass man wahrscheinlich eher eine Seitwärtsphase in den Aktien sehen kann. Bei Kryptowährungen ist das Ganze halt nochmal etwas volatiler. Wahrscheinlich werden wir hier auch wieder Bereiche sehen, die extrem nach oben schießen, und andere, die dann stärker abgestraft werden. Ich bereite mich auf jeden Fall auf eine relativ starke Volatilität vor. Ich denke aber nicht, dass die Zinserhöhungen jetzt so krass kommen werden, dass hier der gesamte Markt auseinandergenommen wird. Dafür ist auch einfach meiner Meinung nach schon zu viel eingepreist. Und zur nächsten Frage: Gerade wurde der Widerstand seit November 21 durchbrochen. Bist du bullish oder noch skeptisch? Und das ist halt die Marktsituation, die ich gestern im Video schon angesprochen habe. Wir stehen aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bei knapp 41.400 US-Dollar. Es sieht momentan sehr, sehr bullisch aus. Man darf sich allerdings natürlich von solchen Zahlen nicht täuschen lassen. Denn den Bereich eines Bärenmarktes, den tritt man quasi erst ein, wenn man hier wirklich so einen maximalen Schmerzpunkt erreicht. Und wie wird so ein maximaler Schmerzpunkt in einem solchen Markt, in einer solchen Marktphase erreicht? Durch Depression. Depression wird der Abschnitt genannt, der teilweise mehrere Wochen, Monate oder sogar Jahre geht, wo die Leute keinen Bock mehr haben zu investieren. Sie fühlen sich einfach nur hintergangen, reingelegt, wie auch immer. Und so etwas entsteht halt oft, indem es kurze Peaks gibt, dann entsteht wieder Hoffnung und dann wird diese Hoffnung zerstört, weil es da nochmal deutlich stärker nach unten geht. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Aufgrund dessen sollte man natürlich jetzt niemals in FOMO verfallen. Deshalb bin ich halt ein großer Fan vom Dollar Cost Average, also immer Stück für Stück zu investieren, denn dann hat man nichts zu verlieren, beziehungsweise verliert man eben nicht alles, und auf der anderen Seite lässt man aber auch das Potenzial nicht auf der Straße liegen. Sollten jetzt wirklich diese 33.000, 34.000 US-Dollar, die wir vor zwei Wochen gesehen haben, tatsächlich der Boden gewesen sein. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir jetzt übertrieben bullish sind, aber im Allgemeinen ist das natürlich eine schöne Bewegung, die wir hier gesehen haben. Es kann aber auch gut sein, dass wir jetzt auf 43.000 US-Dollar steigen und dann auf einmal einige Bären hier wieder reinkicken, vielleicht der Markt nochmal einen kleinen Manipulationsschub bekommt und wir dann nochmal richtig nach unten abrauschen, weil eben so viele Leute jetzt per FOMO, vor allem auch mit einem großen Hebel, hier mit in den Markt reinkommen. Ist meiner Meinung nach halt ein Risiko, was man
im Hinterkopf behalten sollte. Deshalb gehe ich jetzt nicht einfach bullisch in den Markt und sage, dass wir in 2 Wochen hier die 100.000 im BTC sehen. Und somit kommen wir zur nächsten Frage. Werden die Kryptos in Zukunft koexistieren können oder werden sich nur einige wenige durchsetzen? Und da bin ich persönlich der Meinung, dass es definitiv eine Koexistenz geben wird, unter anderem beispielsweise bei den Smart Contract Plattformen wie Solana, Cardano, Ethereum oder auch beispielsweise Avalanche. Es wird hierbei natürlich die verschiedensten Bereiche geben. So könnte sich beispielsweise Ethereum um Big Data oder auch beispielsweise um große Transaktionen kümmern. Solana könnte sich auf den NFT-Bereich spezialisieren, Cardano vielleicht auf die Realtime-Anwendung, also was beispielsweise Bildung in Dritte Weltländern etc. angeht. Und dann gibt es natürlich auch noch solche Plattformen wie IOTA, die im Hintergrund beispielsweise hier ein großes Fundament gerade auch im europäischen Raum aufbauen. Also ich bin definitiv davon überzeugt, dass wir Koexistenzen sehen werden. Es werden aber auch sehr, sehr viele Projekte hier komplett von der Bildfläche verschwinden. Also wenn ihr hier ein Portfolio habt mit 10, 15 verschiedenen Kryptowährungen und die hier per Diamond Hand halten werdet, dann werden mit Sicherheit einige dieser Kryptoprojekte auch irgendwann vielleicht nichts mehr wert sein oder nur noch kaum was, denn es wird nun mal eben so sein, dass sich einige stärker durchsetzen als andere. Das Ganze entsteht natürlich auch immer wieder durch diese Bubbles. So hatten wir beispielsweise 2017 diese ICO-Bubble, wo halt extrem viele neue Projekte gelauncht wurden. Alle haben sich sehr gut entwickelt. Dann wurde diese Bubble gecrushed, dann ist diese Bubble geplatzt. Sehr, sehr viele Projekte, fast alle, sind komplett in den Keller gegangen. Einige wenige haben sich erholt und bis zum heutigen Datum ein unglaublich starkes Wachstum gesehen. Von anderen hört man gar nichts mehr und solche Sachen haben wir halt immer wieder. Aktuell sehen wir das mit NFTs. NFTs erleben wieder einen riesigen Hype. Es wird irgendwann zu einem Crushen der Bubble kommen und dann werden wahrscheinlich in einigen Jahren nur einige wenige sehr starke NFT-Projekte immer noch am Start sein. Jetzt kommen wir zu einer sehr guten Frage. Erkennt man den Boden im Bärenmarkt erst im Nachhinein und ist das der Bärenmarkt oder kommt noch ein 70% Drop? Also einen 70% Drop, da gehe ich persönlich nicht von aus. Allerdings bin ich natürlich auch keiner, der hier in die Glaskugel schauen kann und eben kann ich auch nicht identifizieren, ob wir bereits den Boden gesehen haben. Ich denke, wenn wir einen historischen Bärenmarkt sehen, so wie wir ihn die letzten Jahre gesehen haben, dann werden wir nochmal stärker nach unten abverkauft. Ich denke allerdings, wenn man jetzt mit einem langen Zeithorizont investiert, dann sind die aktuellen Kurse definitiv schon mal interessant, um vielleicht erste Investitionen oder Teile der Investition zu tätigen. Aufgrund dessen habe ich ja beispielsweise letzte Woche hier auch bei 35.500 US-Dollar nochmal zugeschlagen. Ob man jetzt den Boden erkennen mag oder nicht, ist schwierig zu sagen. Laut den On-Chain-Daten befinden wir uns im Bereich eines Bodens. Schauen wir uns allerdings in der echten Welt an, was hier gerade passiert, dann könnte es natürlich auch sein, dass der Markt noch weiter zusammengedrückt wird, wenn es hier beispielsweise tatsächlich zu Krieg kommt oder die Weltwirtschaft noch weiter zusammenschrumpft. Es ist sehr schwierig zu sagen. Im Nachhinein ist es immer super easy zu sagen, ja, hier hat man doch gesehen, dass der Markt crashen wird. Für mich ist die aktuelle Situation sehr schwierig einzuschätzen, weshalb ich halt einfach Stück für Stück investiere. Ich bin aber auch ganz ehrlich gesagt relativ vorsichtig, weil sich natürlich auch schon mal ein guter Teil meines Net Worth hier in Krypto befindet. Und hier wird auch in der nächsten Frage nochmal der Punkt angesprochen. Wir haben beispielsweise das Problem, dass die Aktien momentan fallen, eben aufgrund der Angst der Zinspolitik. Dann haben wir noch die aktuelle Pandemiesituation und natürlich die Ukraine. Das sind alles Faktoren, die man hier mit einberechnen sollte, die man im Hinterkopf behalten sollte, die es auch so schwer machen, den Markt hier vernünftig einzuschätzen. Ob jetzt wieder der richtige Moment ist, um einzusteigen oder ob es noch einen weiteren Drop gibt, ist ebenfalls sehr schwierig zu sagen. Viele Chartanalysten gehen davon aus, dass wir nochmal in die Bereiche von 20.000 US-Dollar fallen und so lange werde ich hier auch liquide Mittel im Hintergrund behalten. Ich sag mal ganz ehrlich, sollten wir hier tatsächlich auf 18.000 Dollar fallen, was ich nicht glaube, dann würde ich hier auf jeden Fall meine restlichen Reserven in den Bitcoin investieren, wenn Langzeit bin ich extrem überzeugt vom Bitcoin und vom Kryptomarkt. Short-Term könnte es natürlich immer wieder Dips geben, allerdings ist das so mein größter Schmerzbereich. Also ich persönlich gehe noch von weiteren Dips aus und das kann sich mit Sicherheit auch noch mal einige Monate so hinziehen. Was ich Anfängern empfehle und was ich gemacht habe, als ich angefangen habe. Anfängern empfehle ich immer vor allem emotionslos zu handeln. Das ist, glaube ich, die schlechteste Empfehlung, die man machen kann, denn man hat extrem viel Emotionen, wenn man hier in den Markt reingeht. Man muss sich nur bewusst machen, dass wenn du in diesen Markt reingehst, es extrem nach unten und extrem nach oben gehen kann. Eigentlich ist es aktuell gut, in den Markt einzusteigen, denn es geht ja tendenziell eher nach unten, womit du natürlich jetzt nicht direkt belohnt wirst. Es ist dasselbe, wie wenn du ins Casino gehst und beim ersten Mal direkt den Jackpot gewinnst. Dann bist du sofort gelockt, dann bist du sofort süchtig. Das gleiche ist, wenn du im Kryptomarkt direkt in den Bullrun einsteigst, weil dann kennst du nur die grünen Kurse. Wenn du jetzt investierst, dann kann es sein, dass du nochmal stärkere Rücksetzer siehst. Du hast aber eben auf der anderen Seite den Vorteil, dass du recht früh lernst, deine Emotionen hier unter Kontrolle zu behalten. Dazu würde ich mich natürlich mit den Projekten auseinandersetzen, eine Frage, auf die wir später nochmal
eingehen werden. Was ich glaube, wie hoch die Market Cap im Jahr 2025 oder 2030 werden könnte vom gesamten Markt. Aktuell haben wir eine Market Cap von knapp unter 1,8 Billionen US-Dollar. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir bis 2025 hier nochmal eine Verzehnfachung sehen, vielleicht auch 2026. Krypto ist aktuell noch in den Kinderschuhen, wenn man es eben mit anderen herkömmlichen Märkten vergleicht. Der Kryptomarkt ist zwar schon so groß, dass er hier von den Regierungen nicht beachtet werden kann, aber er hat definitiv noch ein riesiges Wachstumspotenzial, was der gesamte Markt hier mit sich bringt. Ob das wirklich so weit kommt, wie weit das Ganze hier gehen kann, werden wir vor allem in den nächsten Monaten und Jahren erfahren, eben wenn wir hier die großen Regulierungen in dem Bereich sehen. Und meine Meinung zu den Bitcoin-Maximalisten, ich kann die Meinung zum Teil verstehen, zum Teil gehe ich natürlich auch nicht mit jeder Meinung einher, denn ich glaube nicht unbedingt, dass die Regierungen hier freiwillig sagen werden, okay, wir akzeptieren jetzt nur noch den Bitcoin als Zahlungsmittel. Das ist so der größte Punkt, wo ich hier mit den Bitcoin-Maximalisten teilweise so ein bisschen aneinander ecke. Ich denke zwar, dass Bitcoin einzigartig ist, es ist das dezentralisierteste Asset und hat unheimlich viele Vorteile gegenüber allen anderen Kryptowährungen. Auf der anderen Seite glaube ich halt nicht, dass Banken hier sagen, okay, wir geben unsere Position komplett ab, Bitcoin wird das neue Zahlungsmittel, denn dann können die Banken eben hier keine Schulden mehr machen und das ist nun mal eben das, worauf die Weltwirtschaft hier aufbaut, auf Schulden. So entsteht das Geld am Ende des Tages und das ist halt eben ein Punkt, den es hier nicht geben wird, wenn es nur noch den Bitcoin gäbe. Für uns als Endbenutzer wäre es vielleicht gut, es wäre vielleicht schön, wenn wir hier ein Asset hätten, was eben deflationär wäre statt inflationär. Soweit wird es aber meiner Meinung nach halt eben nicht kommen und man sollte sich meiner Meinung nach so ein bisschen von dem Gedanken trennen. Dass hier eine Koexistenz entsteht zwischen Fiat-Geld bzw. dann CBDCs und dem Bitcoin, das glaube ich schon eher, dass der Bitcoin hier standardmäßig mit erlaubt wird. Ich denke allerdings, dass die Banken und Regierungen immer in Form von Fiat-Geld oder CBDCs hierbei in irgendeiner Form die Kontrolle über die Geldmenge behalten wollen. Wie gefährlich ich den aktuellen Wormhole-Hack sehe, ich halte ihn tatsächlich für gar nicht so gefährlich. Ich meine, der Drops ist gelutscht, die Fehlerstelle wurde hier bereits behoben. Trotzdem sind natürlich über 300 Millionen US-Dollar in Form von Ethereum weg. Das große Problem ist halt hier die Diskrepanz zwischen Wrapped Ethereum und dem richtigen Ethereum. Das ist halt eben ein extrem wichtiger Punkt, der hier behoben werden muss. Und es zeigt ganz einfach, dass wir momentan noch am Anfang stehen. Und ich sage es immer wieder, man sieht daran, dass selbst die weltweit größten und etabliertesten und akzeptiertesten und für am sichersten geltenden DeFi-Protokolle ebenfalls immer noch gehackt und ausgenutzt werden können. Daher denkt daran, Freunde, keine Investition, kein Asset, keine Kryptowährung ist zu 100% sicher. Das zeigt einfach nochmal, dass man in diesem Space unglaublich vorsichtig sein sollte und natürlich auch definitiv nicht allem zu 100% vertrauen sollte. Und dann habe ich natürlich noch einige Fragen zu den verschiedenen Preisprognosen bekommen, zumindest zu den verschiedenen Kryptowährungen. BTC in ein paar Jahren über 100.000, definitiv, vielleicht sogar schon im Jahr 2022 oder spätestens 2023. Meine Meinung zu Hedera Hashgraph, eine der unterbewertetsten Kryptowährungen überhaupt, haben gerade eine Partnerschaft mit Ubisoft geschlossen, haben schon Partnerschaften, ich glaube, mit Google, LG und unzähligen anderen großen Tech-Unternehmen. Sehr, sehr interessant. Link oder DOT? Sehr gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass DOT, also Polkadot, über eine lange Zeit eine höhere Marktkapitalisierung erreicht. Ich persönlich würde allerdings eher auf Link setzen, denn Link sorgt hier halt eben für unglaublich viele großartige Dinge, eben unter anderem auf Blockchain-Ebene. QNT oder Chainlink, auch hier eine interessante Frage. Die beiden machen ja ähnliche Dinge. Das Gute ist bei QNT, der Vorteil ist quasi, dass QNT hier nochmal eine etwas andere Technologie verwendet. Dafür hat QNT allerdings auch einige andere Aspekte, die eben bei Chainlink nicht beachtet werden, beziehungsweise haben die beiden Projekte hier einige Unterschiede, die sie eben voneinander unterscheiden. Link ist deutlich, deutlich stärker im Crypto-Space hier integriert. QNT macht trotzdem aktuell einiges richtig und ich halte beide Projekte für sehr, sehr kaufenswert und für sehr interessant, natürlich keine Anlageberatung. Und somit kommen wir zur nächsten Frage, die ich echt oft gestellt bekommen habe. Und zwar fragen mich immer wieder viele Leute zu VET, also zum VeChain-Token, wie meine 5-Jahres-Prognose aussieht und ob 1 Euro in den nächsten 2 bis 3 Jahren realistisch sind. Möglich ist das Ganze, dafür müssten wir aber eine riesige Adoption sehen. Dadurch müssten wir allerdings sehen, dass die größten Unternehmen hier tatsächlich nur auf VeChain setzen, nur auf ihre Zahlungskorridore bzw. hier auf ihre Nachverfolgbarkeit. Ob das so passieren wird, weiß ich nicht. 1 Euro ist theoretisch auf jeden Fall realistisch. Man müsste halt eine große Adoption sehen. Und das ist halt auch das, was wir in den nächsten 5 Jahren dann hier sehen könnten. Zu Hedera Hashgraph nochmal eben. Ich meine, ich habe dazu sogar schon mal ein ausführlicheres Video gemacht. Ich wurde aber jetzt gerade öfter gefragt, ob ich dazu nochmal ein aktuelleres Video machen kann. Und zum Thema Rose bzw. Oasis Network wurde ich auch gefragt. Falls ihr hierzu ausführliche Videos sehen wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn sich da echt viele für interessieren, dann setze ich mich mal an solche Videos ran. Und was sind meiner Meinung nach die 5 fundamentalst stärksten Kryptowährungen?
Kryptoprojekte neben Bitcoin und Ethereum. Ja, zum einen haben wir hier auf jeden Fall Link bzw. Chainlink unglaublich breit etabliert, ist eigentlich aus dem Crypto-Space meiner Meinung nach nicht mehr wegzudenken. Zum anderen haben wir da Projekte wie IOTA. IOTA hat die IOTA Foundation hinter sich. IOTA wird nicht mehr aufhören. Es ist ein unglaublich starkes Projekt. Einige haben natürlich ihre Probleme mit IOTA, so wie ich es auch sehr, sehr lange hatte. Sie machen aber nun mal eben einiges richtig und daher auch hier von den Fundamentals definitiv eins der stärksten Projekte. Andere Tokens, denen ich hier sehr viel Potenzial zuschreibe, sind beispielsweise der Crow und der BNB Token. Ich weiß, BNB ist aktuell schon sehr, sehr hoch bewertet. Trotzdem haben diese Tokens halt, wenn man nach den Fundamentals geht, hier sehr große Erfolgswahrscheinlichkeiten, weil sie eben gebackt werden von den weltweit größten Kryptobörsen, was natürlich hier von Vorteil ist. Heißt jetzt nicht, dass ich diese jetzt in meinem Portfolio overleverage, aber sie haben nun mal eben starke Fundamentaldaten. Dann haben wir natürlich noch QNT und Hedera Hashgraph aufgrund der großen Partnerschaften und dem extrem großen Use Case, die ich hier auch, wenn man nach Fundamentaldaten geht, ganz sicher mit nach oben schreiben würde. Es gibt natürlich auch noch unzählige andere Krypto-Projekte und Coins, die ich selber besitze, die auch starke Fundamentaldaten haben. Da muss man natürlich auch nochmal seine eigene Recherche machen und hier kommt die Frage von Onkel Fo oder so und er fragt mich, hast du Tipps für die eigene Recherche zu Projekten? Wichtig ist, dass man sich die Website anschaut, wie ist die Website aufgebaut, haben sie ein Impressum, ist das Team bekannt, wenn es nicht bekannt ist, hat es spezielle Gründe, warum es nicht bekannt ist, schaut super gerne auf deren Twitter-Profile immer vorbei, wie viele Follower haben sie, aber interagieren diese Follower auch wirklich mit den Posts, denn das kann man natürlich sehr gut faken, genauso wie Discord oder Telegram-Gruppen, die Nutzerzahlen kann man hier sehr, sehr gut faken, ist momentan gerade sehr beliebt, gerade bei den NFT-Projekten, da wird gesagt, hier 170.000 Leute sind hier im Discord, aber nur 20 sind aktiv, schaut also auch darauf, dass die Community aktiv ist und vor allem auch über das Thema schreibt, denn so etwas lässt sich natürlich deutlich schwieriger faken als einfach nur Abonnentenzahlen oder sonst irgendwas in diese Richtung. Und jetzt kommen wir zum Jahr 2030 und ich wurde gefragt, wo ich hier den Ethereum-Kurs sehe und meiner Meinung nach könnte Ethereum bis zum Jahr 2030 definitiv einen Kursbereich von 30.000 bis 40.000 US-Dollar erreichen. Für viele ist es jetzt übertrieben, für mich ist es vielleicht sogar noch etwas untertrieben, denn durch den Netzwerkeffekt und durch das kommende Triple Halvening wird es einfach so weit kommen, dass hier Ethereum eine komplett andere, noch viel steilere Entwicklung sehen kann. Muss es nicht, kann es allerdings, vor allem wenn sie hoffentlich die Transaktionskosten jetzt bald mal unter Kontrolle bekommen. Anschließend haben mich noch einige Fragen bezüglich des Ledgers erreicht. Ab welcher Summe schicke ich beispielsweise meine Position hier an meinen Ledger und ob man auch Small Cap Altcoin von zum Beispiel Qcoin, Gate.io oder auch PancakeSwap auf den Ledger bekommt und ein Vergleich zwischen den verschiedenen Hardware-Wallets wäre interessant. Kurze Frage, wollt ihr einen Vergleich zwischen den Hardware-Wallets sehen, dann kann ich dazu gerne mal ein Video machen. Das nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch, deswegen möchte ich dann auch auf Nummer sicher gehen, dass sich auch Leute dafür interessieren. Ab welcher Summe ich hier mein Geld zu meinem Ledger schicke, also ich würde immer empfehlen, spätestens ab 1000 Euro pro Asset hier das Geld rüber zu transferieren. Ich habe allerdings auch verschiedene Ledger, ich habe auch verschiedene Börsen, dementsprechend bin ich sowieso sehr breit aufgestellt und sammle nicht mein komplettes Geld an nur einem Ort. Und natürlich kriegt man Small Cap Altcoins auch an seinen Ledger geschickt, hierzu nutzt man dann einfach die jeweiligen Adressen. Also ist es beispielsweise ein BEP20-Coin, der eben auf der Binance Smart Chain basiert, dann kannst du ihn an deine Binance Smart Chain-Adresse schicken. Handelt es sich beispielsweise um einen ERC20-Token, also einen Ethereum-Token, dann kannst du ihn an deine Ledger Ethereum-Adresse schicken. Dazu habe ich auch schon einige Videos gemacht, es werden aber noch weitere kommen, weil ich gerade in den letzten Tagen wieder unheimlich oft gefragt werde nach neuen Tutorials, vor allem was die neue eigene Blockchain von Crypto.com angeht. Der Sparplan für ein Kind, ist das empfehlenswert und wenn ja, welches Crypto-Asset? Ich würde tatsächlich BTC empfehlen, gerade wenn dein Kind vielleicht erst 2-3 Jahre alt ist und du es die nächsten 15 bis 20 Jahre hier besparen möchtest, würde ich auf BTC setzen. Natürlich gibt es andere Kryptos mit deutlich mehr Wachstumspotenzial. Ich bin halt der Meinung, dass BTC definitiv das sicherste Schiff im Hafen ist und dementsprechend würde ich bei einem so langen Zeithorizont definitiv, wenn dann, auf BTC setzen. Natürlich keine Anlageberatung. Somit kommen wir zur Frage, auf welcher Seite beziehst du deine Informationen? Überall. Also ganz ehrlich, ich bin hier auf Twitter unterwegs, ich bin in verschiedenen Discord-Channels unterwegs, natürlich auf den verschiedensten News-Pages, aber ihr wisst es ja, Freunde, ich verlinke all meine Quellenangaben immer in der Videobeschreibung. Ich mache jedes Mal ein Google Docs-Dokument, wo ich alle Quellenangaben aufliste, damit ihr sie selber auch nochmal recherchieren könnt. Welche YouTuber ich empfehlen kann und meine Videos sind top. Erstmal vielen Dank für den netten Kommentar.
Zu den YouTubern, die ich empfehlen kann, da kann ich natürlich jetzt eine riesige Liste aufzählen. Wir haben sehr viele coole deutschsprachige YouTuber. Erstmal geht ein großes Dank natürlich an die Gruppe von Crypto Gang, Moneten Day und Swiss Crypto J. Mit denen habe ich ja eine kleine Telegram-Gruppe, wo wir uns ab und zu mal austauschen. Gerade Marcel, also Crypto Gang und Jay, haben mich in den letzten Tagen auch über YouTube nochmal unterstützt. Großes Dankeschön an die Jungs. Also Moneten Dave könnt ihr auschecken, gerade wenn ihr euch für so Interviews interessiert. Crypto J ist beispielsweise mehr aufs Trading konzentriert, also falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr bei ihm mal vorbeischauen. Bei Crypto Gang gibt es immer kleinere, schnellere Update-Videos für die Leute, die darauf Bock haben. Aber auch Bitcoin to Go macht beispielsweise sehr, sehr guten Content, kann ich auch nur empfehlen, den Jungen. Und Blocktrainer natürlich für die Leute, die sich hier nur auf den Bitcoin spezialisieren. Es gibt aber halt viele andere Krypto-YouTuber, die ich ebenfalls sehr interessant finde, die ich teilweise auch selber verfolge. Also hier eine komplette Liste aufzuzählen, würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber das sind so die, wo ich auch selber ab und zu mal vorbeischaue. Kommen wir zu den privateren Fragen, und zwar, ob ich mir schon mal Kryptogewinne habe auszahlen lassen. Ich weiß nicht ganz genau, wie diese Frage gemeint ist. Also ich habe schon mal Kryptowährungen verkauft, ja, aber ich habe noch niemals Gewinne auf mein Bankkonto transferiert, um mir hier irgendwas zu gönnen oder so. Ich reinvestiere eigentlich alles, um das Ganze hier quasi auch als Zinseszinseffekt zu nutzen. Also ich mache jetzt beispielsweise einen guten Gewinn, verkaufe, warte, steige ein, wenn der Kurs weiter unten ist und nehme dann wieder den guten Gewinn mit, versuche dann wieder einen guten Ausstieg zu finden und immer so weiter. Ich bin aber auch ehrlich gesagt eher so der Crypto-Hodler, also ich habe auch noch nicht wirklich viel verkauft und wenn dann eigentlich auch nur nach über einem Jahr steuerlicher Haltefrist. Da ich allerdings an das Crypto-Game glaube und auch privat in Anführungsstrichen genug Geld mache, um davon zu leben, bin ich jetzt nicht darauf angewiesen, hier meine Trading-Erfolge, meine Trading-Gewinne in irgendeiner Form auszuzahlen. Ich würde sie wahrscheinlich sowieso früher oder später wieder investieren. Und hiermit kommen wir zu den Fragen, ob ich hauptsächlich hodle oder auch stake und ob ich eigene NFTs halte. Eigene NFTs halte ich nur sehr, sehr wenige. Eigentlich nur welche, die ich sehr günstig bekommen habe, die es kostenlos mal gab oder auch beispielsweise meine Ethereum-Name-Service-Adresse, die ich habe. Ansonsten habe ich jetzt allerdings nicht in diese digitale Kunst investiert, weil ich es einfach sehr hochspekulativ und riskant finde. Ich stake eigentlich nur Kryptowährungen, wo es halt auch dann einen vernünftigen Reward gibt, meiner Meinung nach. Ich habe zum Beispiel meine ADA Coins hier in Staking gegeben, aber auch meine IOTA Tokens stake ich aktuell. Das sind aber auch die einzigen, die ich hier momentan ins Staking gegeben habe. Kommen wir auch schon zur letzten Frage, und zwar, wie ich das Ganze hier unter einen Hut bekomme, also Sport, YouTube, meine Freundin und natürlich meinen Hauptjob. Und ja, ich habe einfach meinen Tagesrhythmus so optimiert, wie es nur geht. Ich schlafe sehr wenig und nutze eigentlich die komplette Zeit halt im besten Sinne positiv aus. Teilweise kommen natürlich einige Dinge etwas zu kurz. Ich gehe aktuell beispielsweise nur 5 bis 6 Mal die Woche zum Sport und nicht 6 bis 7 Mal. Auch die Intensität meines Trainings leidet natürlich leider darunter, weil ich nicht mehr 1,5 Stunden trainieren kann und auch nicht mehr 6 Mal am Tag essen kann. Ansonsten ist mein Leben eigentlich so gut es geht aktuell optimiert, was natürlich leider keinen Spielraum bringt, mich hier auch auf andere Bereiche zu konzentrieren, wie beispielsweise eine eigene Webseite oder so. Da habe ich momentan noch so ein bisschen den Struggle, dass ich halt aktuell wirklich in so einem Rhythmus mehr oder weniger gefangen bin. Es macht mir zwar unglaublich viel Spaß, aber ich habe halt leider gar keine Zeit mehr, um mich auf irgendwelche andere Dinge zu konzentrieren. Zumindest ist das halt der aktuelle Stand der Dinge. An dieser Stelle möchte ich das Video allerdings auch schon beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht auch weitergeholfen. Vielleicht konnte es auch die ein oder andere Frage von dir so ein bisschen beantworten. Falls du weitere Fragen hast, dann folgt mir gerne kostenfrei auf Instagram oder schau auf unserem Community-Discord vorbei, der selbstverständlich ebenfalls kostenlos ist. Da sprechen wir immer über die verschiedensten Themen und kläre natürlich auch die Fragen, die hier auftauchen. Ich beende an dieser Stelle das Video, hoffe, es hat euch gefallen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Freunde.